Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht es vielleicht schon, ne, was hier so steht. Mein Schrank ist auch ein bisschen geplündert. Ich habe nämlich meine Yankee-Kerzen rausgeholt, die ich in letzter Zeit, so bei mir einziehen durften. Das sind einige. Und es ist jetzt über einen Zeitraum von so knapp 2 Monaten, würde ich sagen. Über diesen Zeitraum sind diese Schätzchen hier eingezogen. Also es sind 4, 9, 10, 11, 12, 13 Kerzen. Und ich dachte, ich zeige es euch einfach mal. Also teilweise waren sie auch echt, echte Schnäppchen. Wo ich einfach gedacht habe, da musst du zuschlagen, ne? Und ja, bei einer oder bei zweien habe ich es ein bisschen bereut, muss ich sagen. Die habe ich dann auch versucht wieder zu verkaufen, aber irgendwie hat es noch nicht so geklappt. Aber ja, da kommen wir dann gleich zu. Also ich glaube, das Spannendste erzählen wir zuerst, oder? Also ich habe mir 4 der 5 Weihnachtskerzen geholt. Yay! Und zwar habe ich mir, es war so, ich hatte mir, als die ganz neu rausgekommen sind, bei yankeecandle.de die Votive geholt. Und ich habe den grünen Duft ausgelassen, weil ich wusste, der wird mir nicht gefallen, weil ich mag diese grünen Kiefer-Tannendüfte nicht. Ne? Also das war mir schon von vornherein klar, deswegen habe ich den gar nicht erst mitbestellt. Und hatte mir die anderen 4 als Votive geholt und war dann irgendwie so begeistert, dass ich mir 2 Stück direkt als großes Glas geholt habe. Und dann hatte Yankee nochmal so eine Sale-Aktion, irgendwie 2 für 39 €. Und dann habe ich mir die anderen 2 noch geholt. Also das waren jetzt, also ich zeige erstmal die 2, die ich zuerst geholt habe, weil das auch die 2 waren, wo ich dachte, okay, du holst nur 2 große Kerzen aus der Weihnachtskollektion. Aber letztendlich, wie gesagt, sind es dann 4 geworden. Aber wenn ich jetzt quasi, ne, also eigentlich hätte ich nur die beiden geholt. Und zwar der Christmas Eve Coco. Ja, und ich habe es schon von vielen auch bei Facebook gelesen, dass die den Duft gar nicht so schön finden und dass die ihn sehr dezent finden und dass der gar nicht so gut ankommt irgendwie, ne? Aber irgendwie alle haben sich auf den gefreut, aber viele finden den gar nicht so toll. Und ich muss sagen, ich finde den total schön. Also ich weiß jetzt nicht, ja, die Leute erwarten, glaube ich, durch das Label eher so richtig sowas weihnachtlich süß-zuckriges so, ne? Ich finde, der riecht halt eher so schokoladig. Der hat halt diese, der hat ja auch Pralinen, so eine Pralinennote mit drin. Ja, der ist halt süß, irgendwie pralinenmäßig. Ja, aber eigentlich ganz schön. Also ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mir den geholt habe. Ich finde den total schön. Ja, und der andere Duft, den ich mir, also wo ich direkt wusste, den musst du als großes Glas holen, ist der Letters to Santa. Ja, weil ich finde den einfach, das ist ja, glaube ich, auch irgendwie eine Neuauflage oder so von irgendeinem, oder? War der das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das der Mary Berry? Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Oh, riecht der schön, riecht der schön. Ja, aber ich finde, der hat halt so was Warmes, Behagliches, Kuscheliges. Ja, kuschelig jetzt nicht unbedingt, also jetzt kein Kaschmirduft oder so. Aber ich finde, er hat irgendwie sowas. So, wenn man sich den im Winter dann so anmacht, ne, und dann so auf der Couch liegt mit seiner Kuscheldecke und dann so, dann hat man auch diesen Duft, der einen irgendwie so umarmt. Also ich finde den total schön. Der soll ja auch irgendwie, was stand da noch? Irgendwie nach handgeschriebenen Briefen riechen. Ja, wie riechen denn handgeschriebene Briefe, ne? Ja, wahrscheinlich so nach Papier, ach, keine Ahnung, naja. Auf jeden Fall, die 2 wollte ich auf jeden Fall haben. Und dann, wie gesagt, hatte Yankee Candle diese Aktion, 2 für 39. Und habe ich gedacht, ja komm, bestellst du die anderen beiden auch nochmal mit, ne? Also der Mary Berry durfte dann nochmal mit. Das ist halt so ein richtig zuckriger, süßer Plätzchenduft. Ja, mit ganz viel Himbeere. Ist das, glaube ich, ne? So Himbeermarmelade. Oh, total geil. Also den stelle ich mir auch. Also ich liebe ja Fooddüfte, ne? So süße Fooddüfte sind voll mein Ding. Und den stelle ich mir sehr schön im Winter vor, wenn es dann auch wirklich so in diese Weihnachtszeit dann geht, ne? Ja, dann wird das ein guter Duft sein. Und hier habe ich jetzt den Twinkling Lights. Ich muss sagen, der hatte mich jetzt, als ich die bestellt hatte, die Votivkerzen, hatte der mich gar nicht so angesprochen. Aber irgendwie habe ich dann das Video gesehen von Paddy, also What Paddy Loves, und das Video von Lichterfloh. Und von irgendjemandem auch noch, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall
haben die alle von diesem Duft geschwärmt, ne? Und ich hatte den halt so gar nicht mehr so toll in Erinnerung. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, bestellst du den auch noch mit, ne? Was soll's? Ja, und ja, jetzt ist es mir dann auch so, ne, erleuchtet sozusagen. Ich wurde erleuchtet und weiß jetzt auch, warum der so toll ist. Weil der hat einfach so eine Sandelholz-Vanillenote mit drin. Der hat den Duft und was Süßes ist auch noch drin. Und das rundet diesen Duft einfach so schön ab. Also das ist so ein schöner, ich würde jetzt auch gar nicht sagen Weihnachtsduft. Das könnte auch ein Herbstduft sein. Also er hat halt so was Kuscheliges. Oh, und das finde ich so schön an diesem Duft. Also wer kuschelige Düfte mag, der ist hier auf jeden Fall goldrichtig. Ja, und dann, es geht ja noch weiter, ne? Dann habe ich, ich guck mal eben, dass ich das zumindest ein bisschen in einer vernünftigen Reihenfolge erzähle. Bei Amazon, genau, machen wir da mal weiter. Also bei Amazon hatten die auch so ein Schnäppchen, Schnäppchen des Tages hieß das bei denen. Und da hatten die auch richtig viele Kerzen im Angebot, irgendwie für 16, 17, 18 Euro. Da habe ich gedacht, ja, muss natürlich auch zuschlagen, ne? Da hatte ich jetzt unter anderem den, der war doch von Amazon, der Sun-Drenched Apricot Rose. Den hatte ich mir bei Amazon geholt und war dann ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil ich habe halt eher so einen Rosenduft erwartet, also irgendwie so Aprikosen, also eine aprikotfarbene Rose so, ne? Also ich habe einen Rosenduft erwartet. Ich finde, das ist aber eher so ein Pfirsichduft. Das hatte ich mit Jessie nämlich auch drüber geredet und sie fand nämlich auch, oder sie hat mich da eigentlich erst drauf gebracht und dann, als ich daran gerochen habe, dachte ich dann, ja, stimmt. Das ist total der Pfirsichduft. Also Pfirsich mit so einem ganz leichten Rosentouch. Ja, aber Pfirsich mag ich auch, von daher ist es jetzt nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich habe halt was ganz anderes erwartet irgendwie, ne? Naja. Dann habe ich im Moment, ich muss mal eben hier... Ah ja, ich glaube, bei Amazon hatte ich gar nicht... Aber bei Amazon habe ich noch Elevation-Kerzen bestellt, aber die zeige ich in einem anderen Video. Weil ich wollte heute die Gläser machen und dann in einem anderen Video mache ich die Elevation-Kerzen, oder? Damit es halt nicht so lang wird immer, ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Stunde rede, dann... Ja, haben die Leute irgendwie, oder habt ihr halt nicht so Bock, da mal zu gucken, ne? Deswegen dachte ich, splitte ich das und zeige dann die Amazon Elevation Kerzen in einem anderen Video, ne? Naja. Dann habe ich bei Notino bestellt. Die hatten nämlich auch so voll den krassen Sale. Also, die haben auch irgendwie nur 16, 17, 18 Euro gekostet. Und zwar einmal hier der Beautiful Day. Wobei ich sagen muss, das ist echt mein Flop, ne? Also, Flop des Videos sozusagen. Der gefällt mir gar nicht. Also, das ist ja auch ein Returning Favorite. Ich verstehe gar nicht, warum, weil... Oh. Oh, da ist halt... Da sind irgendwelche Blumen drin, die mir überhaupt nicht zusagen. Puh, das riecht irgendwie so nach alter Oma. Also, ich liebe alte Omas, aber es muss nicht unbedingt so riechen. So, versteht ihr? Also, nee, ist jetzt nicht so meins. Ich habe ihn, wie gesagt, versucht auch zu verkaufen. Aber irgendwie hat sich keiner gemeldet. Also scheinbar ja, ist der Duft jetzt auch nicht so beliebt. Naja. Dann habe ich bestellt, auch wieder ne, bei Notino, weil das so günstig war. Also ganz plump eigentlich, ne? Einfach nur Vanille. Aber ich dachte mir halt, man kann den bestimmt richtig gut mischen. Ne? Also wenn du den dann anhast, dann hast du zum Beispiel, den habe ich jetzt auch bei Notino bestellt, den Mulberry und Fig Delight. Wenn du die dann zum Beispiel so zusammen anhast, dann hast du halt so einen richtig schönen vanillig-bärigen Duft, ne? Ist auch nicht schlecht. Oder manchmal hat man ja auch einfach nur Bock auf Vanille, ne? Also ich zumindest, ich liebe ja Vanilledüfte, ne? Und das ist halt so ein richtig schöner Vanilleduft. Also es gibt ja viele Vanilledüfte, ne? Und manchmal ist es zu süß, manchmal ist es zu pappig, so pappsüß. Manchmal ist es zu künstlich, manchmal ist es zu foodie, manchmal ist es, ja, keine Ahnung, ne? Aber ich finde, dieser Vanilleduft, das ist einfach nur wunderschön eingefangen. Der ist nicht zu süß, der ist nicht zu foodie, der ist nicht... Also das ist irgendwie genau die goldene Mitte. Oh, einfach wunderschön. Auch nicht zu schwer. Oh, wunderschön. Deswegen bin ich echt froh, dass ich den mal mitgenommen habe. Genau, und wie gesagt, der Mulberry und Fig Delight. Feigendüfte mag ich ja auch sehr gerne. Ich liebe auch Feigen zu essen.
Ja, und also die Feige riecht man auf jeden Fall auch, aber sie ist nicht dominant. Also ich finde, durch diese Beeren wird der so ein bisschen aufgelockert und ist nicht so schwer. Weil Feigendüfte sind ja oder können schnell mal schwer werden. Ja, aber ich finde den total schön. Oh, bin ich auch froh, dass ich den bestellt habe. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwo mal bei Facebook gelesen. Da hatte jemand geschrieben, dass der Duft total underrated ist, ne? Also, dass der gar nicht so beliebt ist oder. Also, dass viele den halt nicht, also dass viele den unterschätzen. So, jetzt hat sie es, ne? Jetzt hat sie es. Dass viele den unterschätzen. Und das finde ich irgendwie auch. Also, ich glaube, viele sind halt abgeschreckt, ne? So Beere, Feige. Aber das ist echt ein schöner Duft. Ja, total schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann, Moment, ich muss jetzt mal ein bisschen sortieren hier, ne? Was habe ich jetzt gezeigt? Was habe ich nicht gezeigt? Dann habe ich. Okay, machen wir mal damit weiter. Dann habe ich. so, genau, die vier. Die fünf sind es, ja. So, habt ihr es bald? Ja, also. dann habe ich bei. Das war auch yankeecandle.de. Da hatte ich den irgendwo auch nochmal mitbestellt gehabt, als ich irgendeine meiner Bestellungen aufgegeben habe. Hatte ich den, glaube ich, auch über yankeecandle.de. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, oder? Hatte ich den woanders bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Den Autumn Pearl mir geholt. Und ich finde den so schön, ne? Das ist so, irgendjemand meinte letztens auch, war das nicht sogar Jessie? Oder war das auf Instagram irgendjemand? Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall meinte irgendjemand, dass der so ein bisschen nach alter Oma riecht. Finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, das ist total der schöne. Der geht halt in diese gleiche Richtung wie Sweet Nothings, finde ich. Könnte irgendwie so die Schwester sein. Oder die Cousine vielleicht. Ist nicht ganz so süß wie Sweet Nothings. Aber hat halt diesen gleichen Touch irgendwie, diesen gleichen Einschlag. Irgendwie so pudrig, parfümig. Ja, so. Ja, so halt. Also total schön. Ich finde den mega. Und geht, glaube ich, aus dem Sortiment, ne? Deswegen habe ich mir auch das große Glas nochmal gesichert, damit ich ihn auch nochmal habe, ne? Was soll der Geiz? Genau, und dann habe ich ja quasi aus der gleichen Duftkategorie mehr oder weniger den Autumn Glow mir noch geholt. Da sagen ja immer viele, das ist ein Alien-Dupe, also zu dem Parfum Alien. Und ich finde, der hat so einen Touch von dem Parfum. Ja, der hat wirklich so einen Touch von dem Parfum. Was ich total witzig finde, weil. Also ist das halt Absicht oder ist das einfach Zufall, ne? Weiß man nicht. Müsste man Yankee mal fragen, ne? Habt ihr das jetzt absichtlich gemacht? Aber ich glaube, den Duft gibt es ja länger als das Parfum, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Also wer da wen jetzt nachgemacht hat, aber. Ach, total schön. Also wer den Duft Alien kennt. Sollte sich die Autumn Glow auch mal angucken. Also wirklich ein sehr schöner Herbstduft. Gefällt mir sehr gut. Auch sehr parfümig, ne? Also, ja, aber also auch, ja, so eher so ein schwerer Duft, finde ich, ne? Also überhaupt nicht zu vergleichen eigentlich wie der Autumn Pearl, sondern die Autumn Pearl ist halt eher so leicht, ne? So wie Sweet Nothings auch. Und der Autumn Glow ist, finde ich, dann eher so ein Abendduft, der dann wirklich so nochmal knallt, ne? Weil ich auch gehört habe, der soll gar nicht so intensiv sein, aber. Ja, werde ich dann ja sehen. So, dann habe ich bei eBay in Polen, also das war so ein polnischer Online-Shop bei eBay, noch vier Düfte mir geholt. Vier? Ja doch, vier, oder? Ja doch, vier. Das waren vier. Und zwar, die waren da total günstig, 19,77 €. Und dann dachte ich so, what? Also für den ich euch gleich zeige, da war ich so, ja, den musst du haben, ne? Naja, auf jeden Fall, das war jetzt. Eine Bestellung, wie gesagt, eBay Polen. Angefixt von der lieben Melli. Sei gegrüßt. Das ist eigentlich total die witzige Geschichte zu diesem Duft, ne? Den habe ich ihr in ein Tauschpaket gelegt. Und lustigerweise hat sie den mir auch in ein Tauschpaket gelegt. Also wir haben uns den gegenseitig ins Tauschpaket gelegt. Aber ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ne? Aber bei mir ist das so, wenn ich das dann eingepackt habe und verschickt habe, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles drin hatte, ne? Also was ich da alles reingepackt habe. Und als sie es dann ausgepackt hat in ihrem Video, dachte ich so, ah ja, stimmt, und den hast du ihr noch eingepackt. Ah ja, und den hattest du ja auch noch eingepackt. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte sie mir den dann auch noch mal eingepackt. Und in dem Video hat sie halt so noch mal von dem geschwärmt, dass ich mir halt dachte, ja, den musst du dir jetzt auch noch mal holen, ne?
Weil Kokosnuss geht bei mir halt auch immer, habe ich überhaupt schon gesagt, um welchen Duft es geht. Also es geht um Black Coconut. Ich finde das Label auch so schön, ne? Das fand sie auch so schön. Ich finde das auch richtig schön. Und ja doch. Erinnert mich ein bisschen an das Label von. Sieht man jetzt nicht an, das Label von Bora Bora Shores. Oder? Sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Nein. Ja, das ist halt so ein parfümiger Kokosnussduft, der total geil ist. Also ich finde den mega. Ich finde die Wachsfarbe auch mega. Also, ja, hat Melli mich angefixt, ne? Obwohl, eigentlich habe ich sie ja angefixt und dann hat sie mich wieder zurück angefixt. Also voll bescheuert. Naja, auf jeden Fall hat sie auch über diesen Duft erzählt, der Dreamy Summer Nights. Und dann habe ich mir die Duftbeschreibung mal durchgelesen und dachte so, oh mein Gott, den musst du dir auch holen. Ja, das ist halt so ein vanilliger Sand. Guck mal, das Glas ist auch total beschlagen. Sieht man das? Naja, glaube ich nicht. Ja, und wenn das so beschlägt, dann ist das ja immer ein Zeichen dafür, dass da viel Vanilleöl drin ist. Oder Vanilleextrakt oder was auch immer. Oh, ja. Das ist ein richtig schöner Vanille. Sandelholzduft, wobei ich finde, Vanille überwiegt. Oh, und auch irgendwie noch so süß und oh, kuschelig wieder. Also wie, als würdet ihr, wenn es so ein richtig geiler Sommerabend ist, ne? Ihr seid mit Freunden irgendwie bei jemandem im Garten und habt dann alle noch so, weil es abends dann ja noch ein bisschen kühler wird, und habt ihr alle noch so eine Kuscheldecke über euch, ne? Damit ihr halt nachts nicht friert. Und es ist aber total die coole Stimmung, die Musik läuft noch und ich habe einfach so einen richtig schönen Abend mit Freunden. Und so stelle ich mir das vor, ne? Also daran erinnert mich dieser Duft halt irgendwie so total schön einfach. So ein Sommerabend, kuschelig, weil ihr habt ja noch diese Decke bei euch, diese Kuscheldecke. Ja, so stelle ich mir das vor. Deswegen bin ich echt froh. Danke, Melli, dass du mich angefixt hast. Der ist wirklich sehr schön. Ja, und dann habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, ne? Und dann habe ich echt so überlegt, oh Gott, ist das jetzt irgendwie fake oder so, ne? So fake eBay, ja, irgendein fake eBay Verkauf oder so, ne? Und dachte mir, ja, du musst es machen, ne? Du musst es machen, und wenn es dann nicht ankommt, ja, dann weißt du, es war fake. Aber es ist angekommen. Es ist angekommen. Der Lavender Vanilla von Yankee Candle mit amerikanischem Label. Und ich dachte so, krass. Weil, also eigentlich total strange, ne? Das ist ja mein absoluter Lieblingsduft. All-time favorite. Aber ich hatte kein großes Glas davon, ne? Ich hatte nur Tarts. Also jetzt der von Yankee, ne? Also von Goose Creek und so habe ich eine Kerze, aber von Yankee halt nicht, ne? Weil ich hatte immer, also die, wie sagt man, also ich dachte halt immer, der ist nicht mehr zu haben, ne? Und dann habe ich den da in diesem Shop gesehen und dachte so, den musst du bestellen. Ja, gesagt, getan. Ich habe ihn auch zweimal bestellt. Der andere steht irgendwo im Regal, sieht man gerade nicht. Ja, mein allerliebster Lavender Vanilla Duft, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Der von Yankee und der von Kringle Candle sind meine Liebsten. Traktor. Sind meine Liebsten, Lavender Vanilla Duft. Und dann kommt Goose Creek und Bath & Body Works. Die sind so auf Platz 2. Und auf Platz 3 ist dann irgendwie so ein Schneggere Denks, wie Jessie ja immer sagt, Schneggere Denks. von, ich weiß nicht, war das Village oder Country? Nee, nicht Country. Oh, wie hieß das denn jetzt noch? So, ich habe das Label vor Augen, ne? Aber ich kann. Wie hieß das denn noch? Ich weiß es nicht mehr, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, irgendeinen Duft hatte ich mal, Lavender Vanilla, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, naja, jedenfalls habe ich meinen Lieblingsduft jetzt wieder. Für 19,77 Euro, habe ich ja schon gesagt. Also, total günstig. Jo. Ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Kalt gerochen ist der gar nicht so schön, ne? Also, wenn ich jetzt so kalt dran rieche, dann denke ich mir auch so, ja, ist jetzt nicht der geilste Duft so, ne? Aber wenn man ihn warm macht, also warm anmacht, ne? Unterm Warmer oder angezündet oder wie auch immer, entwickelt der so, so schöne Noten. Also so Vanille, die kommt da richtig raus. Und
diese süße Lavendelnote noch dazu. Oh, also warm ist der so schön. Deswegen ist er ist ja nicht umsonst Namensgeber für meinen Kanal, ne? Das ist einfach mein All-Time-Favorite. Ein wunderschöner Duft. Also, wer den nochmal haben will, ist auch 21er Gussjahr, also 2021. 20er Gussjahr, wollte ich sagen. Und ja, Yankee USA. Ja, also wunderschön, wunderschön. Also wer den nochmal haben will, schlagt zu bei diesem polnischen Ebay-Shop. Es kommt an, also wie ihr seht, ich habe es auch bekommen. Ja, und dann, wir sind auch schon fast durch, habe ich jetzt noch zwei Weihnachtsdüfte oder Winterdüfte besser gesagt, die ich euch noch zeige. Ich gucke nochmal eben in die Runde, ob ich alle gezeigt habe, aber ja doch, ich habe alle gezeigt, nur noch die zwei. Und zwar Returning Favorite Winterdüfte von Yankee. Einmal der Cherries on Snow. Ich liebe ja Kirschdüfte, ne? Und ich finde, das ist ein richtig geiler Kirschduft. Oh, der ist so geil. Oh, der riecht richtig künstlich, finde ich. Nach diesen Kirschlollis. Nach Kirschlollis. Und ich finde, Snow kommt da jetzt zumindest kalt irgendwie gar nicht raus. Also ich finde, der hat nichts Kaltes irgendwie. Der riecht einfach nur nach Kirschlollis für mich. Also total geil. Ich liebe den Duft. Und dann, das ist jetzt auch das letzte, die letzte Kerze. Und dann sind wir auch durch. Das ist jetzt der Almond Cookie. Und ja, so ein bisschen angefixt wurde ich da auch, muss ich sagen. Also gerade auch so über diese Facebook-Gruppen. Und der riecht halt richtig geil nach Marzipan, ne? Nach Marzipan, nach Mandeln. Cookie? Boah. Also ich finde, die Cookie-Note kommt da jetzt nicht so durch. Ich finde, das riecht aber nach Marzipan. Nach Marzipan mit Mandeln. Ja, total geil. Also, das ist ja mal ein richtig geiler Weihnachtsduft, oder? Also, ne, wenn es dann so in die Weihnachtszeit geht und dann hast du hier so einen Marzipan-Duft an. Oh, geil. Ja. Wir sind durch. Soll ich nochmal meine Top 3 machen aus meiner, ja, doch großen Bestellung? Ich mache mal meine Top 3. Aber ich muss sagen, ich nehme den Lavender Vanilla nicht mit rein, weil er wäre natürlich auf Platz 1. Ne? Und ja, so voll langweilig. Deswegen nehme ich ihn jetzt nicht mit rein, damit es halt ein bisschen, ne, ein bisschen noch um andere, also damit andere Düfte auch eine Chance bekommen, in die Top 3 zu kommen. Ne? Deswegen, ich guck mal eben. Bis gleich. Ja, ich hab's. Es fiel mir gerade echt schwer, ne? Gerade bei den Weihnachtsdüften, die ja jetzt neu rausgekommen sind, finde ich das echt schwierig zu sagen, welcher am schönsten ist. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, aber ich habe jetzt mal einen rausgenommen, aber ich bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, soll ich lieber den nehmen, soll ich lieber den nehmen, soll ich lieber den nehmen. Ich finde die alle schön aus dieser Weihnachtskollektion, deswegen. Ja, ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt so, aber ich gucke die ganze Zeit noch so hin, ne, und denke so, oh Gott, oder doch vielleicht der oder doch vielleicht der, aber wir lassen es jetzt so, oder? Wir lassen es so. Also, auf Platz 4. Ich habe übrigens 4, habe ich das gesagt? Naja, auf jeden Fall, ich habe 4, meine Top 4. Auf Platz 4 ist, würde ich sagen, der Autumn Pearl. Ja, ich finde, oh, das sind die. Ich habe hier zwei Kerzen an. Ich dachte, was riecht denn hier so? Ja. Auf Platz 4 ist der Autumn Pearl. Ja, weil das ein richtig schöner Herbstduft ist, finde ich. Dann auf Platz 3 ist für mich der. Schöner Traktor, ne? Ist der Dreamy Summer Nights. Einfach, wie ich ja eben schon gesagt habe, der erinnert mich irgendwie an so einen Abend. Irgendwie mit Freunden und dann hast du noch so eine Kuscheldecke bei dir, weil es ein bisschen frisch geworden ist und oh, ja, total schön. Gefällt mir richtig gut. Auf Platz 2, ja, ist der Cherries on Snow, weil ich einfach finde, dass das so ein richtig geiler Kirschlolli-Duft ist. Ja, gefällt mir richtig gut. Und auf Platz 1, ja. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal ihn hier, der Letters to Santa. Also ich habe halt wirklich die ganze Zeit überlegt und ich dachte mir, das ist, finde ich, der außergewöhnlichste Duft von den Vieren. Also
Der Twinkling Lights ist auch außergewöhnlich, finde ich. Der hat auch sowas. Ja, so Außergewöhnliches. Und der Christmas Eve Cocoa, das ist halt auch so ein Duft, den ich total schön finde. Aber ich finde, der Christmas Eve Cocoa ist so ein Duft, der ist jetzt nicht so einzigartig, ne? Also das wäre so ein Duft, den würdest du bestimmt irgendwo in irgendeiner ähnlichen Form auch nochmal finden. Und der Mary Berry ist ja auch ein Duft, den könntest du auch relativ ähnlich irgendwie nochmal von einer anderen Firma finden, ne? Zum Beispiel der Pinwheel Cookies heißt der ja, glaube ich, von Goose Creek. Ich finde, die gehen schon so in eine ähnliche Richtung. Und der Twinkling Lights. Ja, ich habe wirklich überlegt, nehme ich den Twinkling Lights oder nehme ich den Letters to Santa? Aber ich finde, der Letters to Santa hat nochmal so eine individuellere Note als der Twinkling Lights. Deswegen habe ich den jetzt mit reingenommen. Weil ich finde, das ist jetzt kein Duft, den man überall finden könnte. Da ist übrigens auch Zimt drin. Habe ich das eigentlich gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ja, der hat so eine zimtige, behagliche, kuschelige, umarmende Note, die mir total gut gefällt. Jetzt so, hä, Zimt? Ja, ich weiß auch nicht, aber da, also, das ist in diesem Duft so schön eingefangen. Also die ganze Komposition, die ganze Zusammenstellung dieses Duftes ist so schön gelungen, dass mich selbst die Zimtnote nicht stört. Könnt ihr das glauben? Also ich finde den wirklich schön. Ein ganz toller Duft. Ja, deswegen mein Platz 1. Jo. Dann sagt mir doch mal, habt ihr von den Düften auch welche zu Hause? Habt ihr auch die Weihnachtskollektion schon geshoppt? Und wenn ja, welchen findet ihr denn am schönsten? Und ja, dann würde ich sagen, drehe ich jetzt mal das Elevation-Video gleich hinten dran. Das wird dann aber wahrscheinlich irgendwann später online kommen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!